Hallo allerseits vor MROS Live am Samstag, dem 14. Mai 2022. Ja, Nummer 1. Das ist ein Plakat des Kandidaten Nummer 1 für die Bürgermeisterwahl am kommenden, nicht kommenden Sonntag, sondern Sonntag in einer Woche, 22. Aber ich bin hier wieder in der Zoi 1 der Partei Thai. Und da war ich vor einigen Wochen schon mal und habe euch dieses Café hier vorgestellt. Damals noch, ja, schon recht gut besucht. Aber ich muss erst mal aufpassen, dass ich über die Straße komme. Gut besucht. Aber jetzt ist die Hölle hier los. Ich bin hier wieder vorbeigekommen eben. Deswegen halte ich an. Hier wieder Foto Point Number One, eine Ecke. Hello, goodbye steht oben drüber. Hier draußen kann man sitzen. To make me happy, make me coffee. Ja, schöner weißer Sonnenschirm. Und man hat hier weiter. Dieser Überweg ist neu. Hello. Fotos machen. Unjong Hair, ein Hairstylist wahrscheinlich hier eingezogen. Hier nebenan. Hier auch eine Art Café mit einer Vespa drin. Und das Uni-Café hier drüben, The Tung. Ja, ihr seht selber. Hier kommt wahrscheinlich auch noch so ein kleiner Kaffeeshop rein. Und wie man sieht, das sind keine älteren Herrschaften. Das sind alles irgendwo die jungen Leute aus Bangkok, wie es aussieht. Die auch so richtig schön posieren können. And the photograph from Bangkok? Ja. Yeah. Ah, okay. Nice coffee, yeah? Nice yeah, very coffee good. Shop. Very good. A good point for take photos from Germany. From Germany? Yeah. How long you stay here? Oh, 12 years. Oh, 12. But not speak Thai. Oh, why? Why not speak Too Thai? Too difficult. No, it's easy. Ja, for you. Yeah. Okay. Ja, also auch nett und freundlich, die Leute aus Bangkok. Und hier seht ihr, es hat sich mächtig entwickelt. Und von der Location her, dort hinten am Ende, dort ist die Südpartei Rot, Partei Thai. Und wie gesagt, man kann die Zoi 1 reinfahren und kommt direkt hier an dem Laden vorbei. Man sieht dann die Leute schon hier rumstehen und rumrennen. Und wir schauen auch gleich nochmal kurz rein, wenn die Dame hier ihr Foto fertig hat. Ja, ich wundere mich immer, wie weit die wegstehen da von ihren Fotomotiven. Kommt wahrscheinlich nicht so richtig gut rüber dann auf dem Foto, aber was soll's. Die wissen das schon. Wahrscheinlich macht sie auch Video. Okay. Richtig Action, da muss ich aufpassen, was sie ist. That the lady is also from Bangkok. Yeah, also from Bangkok. Dann schauen wir mal drinnen noch mal kurz rein hier. Auch alles voll. Snacks, Pommes, Tee. Haben die alles klein gemacht hier für Pattaya. Ja, mitten in Pattaya etwas versteckt. Aber ich kenne schon zwei Kandidaten, die hier mit Sicherheit demnächst auch aufschlagen werden und ein Video machen werden. Könnt ihr fast drauf wetten. Die schauen.
und meinen Kanal auch. Und nehme da ab und an meine Anregung mit. Ja, das war's von hier, von der Soi Wan Pattayattai. Euch ein schönes Wochenende, wo immer ihr auch seid. Und ich mache meinen Weg weiter durch Pattaya. Bye, bye.